Kannst raus. Wir sind Gewinner. Gut, Exos ist soweit okay. Gut, Doppellinie. Hinter mir. Die rechte Seite rüber, von euch aus gesehen, die rechte Seite rüber zu Preußen. Welche Einheit? Garde. Quatsch, Lützow. Die schwarze Garde. Nur recht viel, Leute. Kann man ein bisschen was machen. Schön. Gut. Dann jetzt. Ein Skillverbesserung bis 19.25 Uhr 30. Das bedeutet Duelle, wechselnde Partner etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Nein, nicht mit mir erstmal. So, da suche ich mal Kameraden. Lacuna. Macht euch gegenseitig warm. Also, stopp mal kurz, bevor ihr anfangt. Macht so, dass ihr am Anfang die ersten zwei Runden so abwechselnd schlagen und blockt, und dass ihr dann erweitert macht mit Chamber, mit Ausrangen etc., Temp-Blocking, okay? Dass ihr warm werdet erstmal. Los geht's. Lacuna? Ja. Ah, ich glaube, wir haben das Vergnügen, wenn ich dein Gesicht richtig einordne. Wer keinen Partner hat, Bremse steht hier. Fängt an. Der dritte. Sie haben die Zeitblöcke raus. Zeitblöcke. Ah. Preußen fängt an, nicht vergessen. PTS ist deaktiviert, wisst ihr ja. PTS. Sorry, das war ein Blockzimmer. Wenn ich sage, PTS ist deaktiviert, dann. Nein! Da ist keiner drin. Oh, Scheiße! Tut mir, der Blockzimmer tut mir leid übrigens. Das war doch nicht schlimm. Schön gechambert, Lacuna. Exos, das war nicht so praktisch. Blocken. Einmal schlagen, dann wieder blocken. Schlagen, blocken, schlagen, blocken. Ganz einfach. Und Preußen beginnt. Sorry, das ist auch ein Blockzimmer. Dreck. Aua! Oh. Sorry, Jay. Kein Problem. Aber kurz ein altes Muster verfällt, passiert das ganz schnell. Das Range. Mist, verdammt. Und ich dachte, hier macht man kein Duell. Hm? Anfang. Definiere erstmal. Wenn Lexus. Boah. Ach ne, du bist Österreicher. Na toll, ich nehme schon einen Movie. Wenn er vor dir steht. Au. Zu aggressiv. Hatte ich ja, na gut. So, alle mal Pärchen zusammenfinden, vor mir bilden, Linie vor mir, also die Pärchen mal vor mir bilden, also das erste Pärchen, die anderen machen Halbkreis drum rum. Also wir machen zwei Halbkreise, einen bei Bremse und einen bei mir. Sucht euch einen Partner, nicht mit mir, einen Partner suchen. Hier einen Partner her. Achso. So, los geht's zu L zeigen, los. Hey Lacuna, wo bist du? I don't know. Wie, du weißt nicht, wo du bist. Okay, oben rum. Ja, hier.
Ah, ist gebaut. Wir sollen jetzt was ist denn los mit meiner Maus? Gut, sollen wir jetzt machen? Analyse zu dieser Zwecke, Cobra, deine Blockbereitschaft war für den AA. Ja, deine Bewegung war einfach okay, war okay, solange du dich seitlich rausbewegt hast. Wenn du stehen geblieben bist, war es plötzlich. Nächsten zwei. Ja, Bremse, was soll denn das jetzt? Es sollen immer nur zwei kämpfen. Nicht alle. So. Die anderen gucken sich das an, versuchen selbst zu analysieren, welche Fehler machen sie. Ach so. So, da können wir gleich mal als erstes an. Der Österreicher, bei dem nicht stehen bleibe, geh mal rechts und links raus. Gut gemacht, Movie. Nächsten zwei. Ach, komm, Skipper, das machen. Okay. Niemals nach hinten gehen beim Blocken, immer seitlich rausgehen, weil die Gefahr, dass du seitlich hast, die größere Chance nicht getroffen zu werden, falls er doch daneben haut. Lol. Ja, stehen geblieben beim Blocken, großer Fehler. Bewegt euch immer raus, rechts, links. Notfalls hinten oder springt durch. Ah, Blockbereitschaft, sehr gut. Der Osti, nächsten zwei. Blockbereitschaft, Sören, mehr. So, von immer ausgehen, wenn er Rücken zu dir zählt und sich plötzlich dreht, dass dann Schlag kommt. Meistens ist es unten, weil er am schnellsten ist. Wenn das ein Obenschlag ist, hast du Pech gehabt. Ich glaube, den Block, den Chamber gerade konnte er nicht blocken. Bin ich ganz sicher. Hätte er auch chambern können. So, mal kurz freeze, ihr beiden. Grundsätzlich macht ihr diese Bewegung hier. Eine Kreisbewegung. Damit bringt ihr den Gegner nicht unter Druck. Ihr macht ihm keine Angst. Wenn ihr blockt, geht nach links oder rechts raus. Ja, versucht hinter ihn zu kommen und seitlich zu attackieren. Aber macht solche Kreisbewegungen nicht und versucht auf Rage zu töten oder zu hoffen, dass derjenige nicht richtig blocken kann. Blödsinnig. Versucht euren Nahkampfskill zu erweitern oder eure Nahkampffähigkeiten. Weiter geht's. Nächsten zwei. Stehen geblieben. Großer Fehler. Hätte sich rausbewegt, hätte vielleicht Glück gehabt, wäre es nicht getroffen geworden. Nächsten. Wenn ihr seht, es gibt genug Sachen, die wir abstellen müssen. Ja? In der Bewegung blocken zu lernen, ohne einen Fehlblock zu machen, ist schon so mal eine Sache. Und sich überhaupt zu bewegen. Nicht nach hinten gehen, rechts oder links raus, da wo der meiste Platz ist. Versuch doch nicht nach hinten zu gehen. Da kann ich derjenige gegenüber besser ausrechnen. Sei immer ein bewegliches Ziel. Ist viel, viel schwerer für den Gegner, sich dann zu treffen oder notfalls den richtigen Schlag reinzusetzen. Wenn du nicht sicher bist, geh auf Distanz, versuch runterzukommen. Versucht runterzukommen. Wenn ihr seht, oh, ich bin getroffen, scheiße, es funktioniert nicht so, wie ich es mir geplant habe, die Taktik, dann geht einfach raus. Ja, bitte, da oben der Blocker. Ich hatte eine Frage, aber im Grabenkampf können wir es nicht einfach rausdrehen, oder? Weil sonst sind wir ja dahinter der gegnerischen Linie. Oh, doch, könnt ihr euch rausdrehen. Ihr könnt nach links und rechts gehen. Ja, aber dann lässt man ja seinen Nebenmann alleine, theoretisch. Das muss auch nicht für ewig sein. Das muss auch nicht für ewig sein. Ja, aber nur für diesen Angriff. Ja, okay. Okay. Ja, wenn er dich. Du sollst ja nicht permanent dich um den Kreis drehen, sondern wenn er dich angreift in der Linie, ja, dass du nach links oder rechts rausgehst und dann automatisch eine Puste wieder einnimmst. Okay. Im Gruppenkampf ist es sowieso anders. Kein normaler, der im Charge ist, wird diesen machen und direkt auf dich losgehen. Der wird immer dann links oder rechts von dir angreifen, niemals dich selber. Weil es Schwachsinn ist. Aber wenn derjenige aufpaust, wenn er Österreicher wäre, wenn er dem Moment, wo ich auf dich zusteche, mich abstechen. Ja, das nennt man dann einfach auch doppelt. Nächsten zwei. Wenn es zum Duell kommt, solltet ihr das beherzigen. Ja, okay. Da gebe ich dir vollkommen recht. Grundsätzlich aber so, dass wir niemals in ein Duell gehen, wenn wir im Gruppenkampf sind. Weil es einfach viel zu gefährlich ist. Du weißt nicht, wie stark ist der Gegner, wie viele Spielstunden hat er, wie viel Erfahrung, wie viel Skill hat er. Geht immer zu zweit auf jemanden. Ja, das ist zum Beispiel sehr schön. Die bewegen sich sehr gut. Wie ihr seht, sie bewegen sich schön im Kreis, versuchen Fehler rauszuarbeiten beim Gegner. Ja, das ist immer der Preuße, geht das ein bisschen auf Distanz, weil er den Überblick verloren hat und hat dann den Angriff genommen, um den Gegner zu vernichten. Ja? Wo ansonsten war es sehr, sehr schön, beide. Ist das eigentlich mit den Jägern? Ich weiß nicht, was mit denen ist.
Heute ist ja Mittwoch. Ja, die soll sich bei mir melden. Ich bin da nicht hier, ne, und so. Okay. Und die beiden machen es auch sehr gut. Bewegen sich umeinander, versuchen Fehler zu verursachen beim Gegner, sodass sie es stechen können. Sehr gemacht, schön gut, Jake Osman. Sehr gute Arbeit. Jay schön mitbewegt. Dann haben wir am Ende den Konzentration nachgelassen. Da war der Blockbereitschaft am AA. Nächsten zwei, kommt schon. Analysiert auch für euch selber, wenn ihr sagt, ja, der Alte erzählt Scheiße, ne? Aber versucht da selber hinzugucken, was macht der Gegner, was machen die beide richtig und was machen sie falsch. Treten sollte man übrigens nur verwenden, wenn man es kann. Bremse ist es jetzt mal davon abgesehen, ob es kann oder nicht, aber ich zum Beispiel würde nie treten im Nahkampf, weil ich einfach zu schlecht dafür wäre, denke ich. Hoffe ich, glaube ich. Irgendwann muss es ja gehen. Nicht nach hinten bewegen, geht seitlich raus, versucht den Gegner Fehler zu verursachen. Ah, er hat sich links und rechts bewegt, du hast in den richtigen Block reingeredet, Exos, und schon warst du tot. Hab gelesen. Was hab ich gelesen? Was der Paul gerade geschrieben hat, dass das Server früher restartet wird. Oh, ernsthaft schon wieder. Weil das Kakadian irgendwie braucht. Welchen Server gehen wir denn heute? Hä, was ist Lime Battle? Vor dem RB, das den kurz. Bis dann. Sehr schön gemacht, Movie. Nächsten zwei kommt. Da hat er einen Fehler verursacht, der ist rumgelaufen, er hat einen Sideblock gemacht und in dem Moment hat er zugestochen. Oh nee, Alter, ich gehe auf Chaos mit zu blöd. Cobra? Was ist denn hier zu blöd? Das kann doch passieren. Mein Gott, wir sind hier beim Training. Nächsten zwei. Cobra, wenn du diesmal auf Chaos gehst, weil du ein paar Mal gestorben bist, das wird dich nicht weiterbringen. Richtig. Durchspeisen heißt die Devise. Was sagst du, wie ich angefangen habe? Mhm. Da bin ich mit 0 zu 30 jede Runde runtergegangen vom Server. Oder egal, wann ich gespielt habe, ich bin immer gestorben. Ich bin nie besser geworden, weil ich bin dadurch besser geworden, weil ich weiter gemacht habe, weil ich gegen die Besten angetreten bin. Das ist eine Übungssache, Cobra. Und du bist da auf einem guten Weg. Du hast Swift-Duell hast du gemacht, Group-Fighting hast du gemacht. Du kommst gut klar, das wirst du mehr. Du kommst doch gut rein. Manchmal hast du halt Pech, ne? Weil du manchmal eine kurze Zeit eine Regel vernachlässigst, die du brauchst. Ja, zum Beispiel diese Blockbereitschaft oder Blocken vorschlagen. Also solche wichtigen Regeln, die man ab und zu mal in der Hitze des Gefechts vergisst. Ja, wenn man sich die aber einpläut im Kopf, dann klappt das. Eskipper, da sage ich noch ganz kurz was zur Analyse. Nicht gerade auf jemanden zulaufen, weil ich habe es da vorhin schon probiert zu treten, die hat es geklappt. Nicht so gute Idee. Du bist halt hier der Einzige, der tritt. Deswegen bin ich ganz genau. Gut, soll reichen. Doppellinie hinter mir bilden. Da hast du wohl recht. Spielen wir jetzt länger im Urlaub, das passt schon. Cobra, lass den Kopf nicht hängen. Es sieht doch sehr gut aus bis hierhin. Ne? Dass du noch nicht weiter bist mit dem Skill, ist ganz normal. Du bist noch nicht so lange im Regiment. Ja, das kommt alles mit der Zeit. Exos, rüber zu Österreich. Ich bin auch noch. Nee. Achso. Ich will auch mitmachen, oder? Darf ich nicht. Ach so. So. Dann nehme ich jetzt aber mal kein Offizier. Immer den richtigen. So, ich muss hier auch noch. Warte mal. Das ist ein bisschen nervig. Dann vorwärts Marsch. Links schwenk Marsch. Preußen nach links, Österreich nach rechts. Kurze Wiederholung, wie war das in der Doppellinie, die innere Linie? Ist doch jetzt egal. Wir sind beim Formation, wir sind beim Gruppenkopf. Hallo Joey Boy, 1, 2, 3, 4, schönen guten Abend. Warte mal testen, ob die es vielleicht wissen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Damit das weißt. Und touch! Aua! Zurückarbeiten! Wie habe ich jetzt durchgeschlagen? Das muss ich jetzt mal. Sorry, Cobra. Mach ich nur mal so. Du Männer, als erstens, wo waren die Calls auf der rechten Seite? Gesagt haben, wir schaffen es nie, wir müssen zurück, wir fallen irgendwie.